Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gravity Rush. Weiter geht's. Da hinten ist der erste Gespräch. Lass ich jetzt mal gucken, was er zu sagen hat. Seit Jachia weg ist, lächelt Zaza nicht mehr. Jachia? Jachia hat Zaza viel bedeutet. Wo sie jetzt wohl steckt, hat Nushi Jachia in den schwarzen Ozean gezogen? Okay, keine Ahnung, wen sie meint. Ich sollte mal die Sachen ein bisschen mal markieren. Das ist unter mir. Noch weiter unter mir. Cat? Kienya, was machst du hier? Du hast hier... Das hier sieht ganz schön alt aus. Ist das eine Ruine? Das ist die Arche. Zumindest nennen Zaza und Jachia das so. Sie haben den Namen aus einer alten Geschichte. Die Arche, ja. Ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal gehört. Die Arche hat alle gerettet. Also dachte ich, ich bleibe hier und warte, ob sie uns auch rettet. Du weißt schon, wie in der Geschichte. Ja, ich weiß, was du meinst. In dem Fall könnte sie uns alle zurück nach Hexville bringen. Okay. Wo ist das Gespräch? Wieder oben. Oh, da sind noch ein paar Sachen zum Sammeln. Dann bitte alle, bitte. So. Unsere Eltern schicken uns Essen von da oben. Hier warten wir darauf. Aber das ist der Müll aus Hexville. Oh, das ist sehr nett von Ihnen. Sie können noch nicht zu uns herunterkommen. Aber irgendwann wird das klappen. Erwachsene brauchen immer lange, um etwas zu tun. Wir müssen einfach abwarten, wie Zaza es gesagt hat. Ich glaube, das wird nichts. So, und jetzt zu den Herausforderungen, die hier sind. Das ist weit unten. Ist ein bisschen weiter unten. Auf der Ebene. Hier gibt es so ein Gerät. Oh Mann. Die Husten, die ich zurzeit ein bisschen habe, ist ein bisschen nervig. Das nervt ein bisschen. Oh, hallo Herausforderung. Auf dich habe ich gewartet. Energierennen? Okay. Was heißt das jetzt? So, darüber. Ich
geschafft! Und sogar den Rekord gebrochen. Und so den Goldrekord. Mit einem Schlag. Oh, ich habe ziemlich viele. Also ich kann ziemlich was ausgeben. Das habe ich schon voll, okay. Meine Gesundheit ein bisschen erhöhen. So, die andere Herausforderung ist wo? Da. So, reparieren. Gut, dass ich dir was übrig gelassen habe. Ah. Neue Herausforderung. Na. Na, hau doch nicht ab. Oh, hi. Was bist du denn? Na, lass dich so treffen. Der will sich absolut nicht treffen lassen. So, weitere Pfeile sind aufgetaucht. Der ist gepanzert. Ah, da unten sind sie.
Nimm das! Los! Sei wieder klein! Und du schon wieder! Na! Komm schon, lass dich treffen! Na, das war daneben! Du sollst ihn treffen! Mann, diese Teile sind nervig. Ich glaube, das schaffe ich. Ich darf nur nicht die anderen Sachen an die einen Sachen verschwenden. Hi! Nimm das! Los, lass dich treffen! Und diesmal bist du gepanzert. Na, dreh dich. Gut, komm.
Zeit verlängert, okay. Hallo, ihr da oben. Ah, du bist es. Da ist doch irgendeiner übrig. Da oben. Für über 5300 Punkte, das reicht langsam. Jetzt muss ich eigentlich nur abwarten. 2 Minuten! Ich muss 2 Minuten warten! Das gibt's doch nicht! So viel Zeit brauche ich doch eigentlich nicht! Ebenso abgekackt und jetzt muss ich so lange warten. Mann, oh Mann. Ich hätte nicht die Zeit triggern sollen. Ich hätte auf die Punkte achten sollen. Mit 4200 hätte ich Schluss machen sollen. Warum ist hier eigentlich mittendrin eine Kiste? Weil ich habe genug Punkte. Mehr Punkte brauche ich nicht. Noch, noch 26, 25 Sekunden. Dann bin ich endlich damit durch. Endlich. Zweitausend Punkte. Beginne ich die Mission? Ja. Gut geschlafen? Nicht schlecht, bis auf das dauernde Weinen im Hintergrund. Ich habe die anderen angelogen. Ich habe behauptet, ihre Eltern seien unterwegs. Aber ich weiß, dass uns niemand holen wird. Ich will nicht, dass sie die Wahrheit wissen. Der Gedanke daran, dass Hilfe unterwegs ist, ist das Einzige, was sie zusammenhält. Daza, du hast sie die ganze Zeit beschützt? Ich beschütze sie nur vor der Wahrheit. Sonst nichts. Hast du den wirbelnden schwarzen Ozean unter uns gesehen? Ja, als ich von der Säule gefallen bin, ist es so dunkel da unten. Er kommt näher. Eines Tages wird er uns verschlingen. Wovon redest du? Ich beobachte den schwarzen Ozean, seit wir hier angekommen sind. Er steigt jeden Tag ein Stückchen höher. Wenn uns das Monster nicht kriegt, kriegt uns die Dunkelheit. Sag doch sowas nicht. Wir werden einen Weg finden, euch hier rauszuholen. Euch alle. Dafür ist es zu spät. Einer von uns ist bereits weg. Es werden also nicht alle sein.
Amadachia. Ich hätte sie nicht gehen lassen dürfen. Ist das Jatia? Sie sieht nett aus. War sie deine Schwester? Wir haben Jatia ausgesetzt gefunden, als sie noch ein Baby war. Meine Familie hat sie als eine von uns aufgezogen. Sie hat mich wie einen großen Bruder bewundert und ist mir überall hingefolgt. Und du schaffst es, den anderen Stärke und Mut zu vermitteln, obwohl deine Schwester verschwunden ist. Du musst doch auch Angst haben. Das Geräusch, da ist es wieder. Was ist das für ein Riesenvieh? Nushi, die anderen sind in Gefahr. Sasa, bring die Kinder in Sicherheit. Ich schaffe dir Zeit. Du kannst ihn nicht bezwingen. Wir haben alles versucht, aber Nushi ist unbesiegbar. Es wird nie aufhören, uns zu jagen. Nichts ist unbesiegbar. Ich werde einen Weg finden, ihn aufzuhalten. Wie besiegt man den? Oh! Ich habe seine Schlafstelle gesehen! Hau doch nicht ab! Wo ist seine zweite Schwachstelle? Au! Und besiegt. Nushi lässt sich nicht so einfach bezwingen. Du wirst ihn nicht erledigen können. Wer bist du? Willst du da nur herumstehen und mir sagen, was ich kann? Oder wirst du mir helfen? Wenn du meine Hilfe willst, hör mir zu. Ich stelle ihm eine Falle, während du ihn ablenkst. Gut, ich lenke ihn ab. Zwischen uns herrscht dann wohl Waffenstillstand. So, komm her! Die Falle ist fertig. Bring Sushi zu mir. Gut, ich komme. Na toll, hast du mich rausgebracht. Daneben. Wo muss ich hin? Da. Au. Es funktioniert. Wir machen weiter. Die Falle ist fertig. Lock Nushi hier rüber. Okay.
tu mein Bestes. Wohin jetzt? Aha, nächste. Also noch ein. Komm her. Na, ich will zu dem. Hier, und beeil dich. Ja, ich komme ja schon. Ich bin da. Was haben Sie jetzt vor? Es ist abgehauen. Lass mich raten, sie ist Zatchia. Vielen Dank. Weißt du, wir konnten zusammenarbeiten und einen Weg finden, sie zu retten. Uns fällt bestimmt etwas ein, richtig? Wir können uns einfach herumsitzen und nichts tun. Du kapierst es nicht, oder? Wenn es leicht wäre, zurückzukehren, dann hätte ich es schon getan. Komm schon, wir gehen zurück und holen Hilfe. Ich kenne einen Polizisten, er wird uns helfen. Als ob jemand dort oben sich um die Rettung der Kinder scheren würde. Selbst wenn du einen Weg findest, dort oben zu gelangen, sind alle, die du kennst, doch längst weg. Ich finde meinen eigenen Weg, sie zu retten. Ich werde die Eiche benutzen, um sie hier rauszuholen. Eiche, Raven, was hast du vor? Ich verstand nicht, was Raven tun wollte. Und ich konnte nicht verstehen, warum sie zu emotional darin verwickelt war. Ich konnte nur dastehen und zusehen, wie sie davon ging. Lass mich raten, sie ist Zatchia. Das mir... Ihr Verhalten sagt, spricht Bände. Vor allem. Wo muss ich eigentlich hin? Oh Mann, sehr viele Gespräche hier jetzt. Sehr viele Gespräche. Aber ich würde sagen, hier mache ich jetzt erstmal einen Cut und bis zum nächsten Part.